Hallihallo und willkommen zurück beim Team Farming Projekt hier auf der Hof Bergmann. Ja, wir sind hier wieder fleißig am Arbeiten. Ich habe mich mal in den Drescher geschwungen, tue mich hier mal so ein bisschen arbeiten und ich weiß gar nicht, Manuel, was treibst du? Immer noch Säcke machen? Ja. Oh, gut. Die zwei Säcke hänge ich gleich woanders hin. So, und ich sehe aber, irgendwie fährt mein Drescher so langsam. Ich glaube, ich sollte den mal reparieren. Weil 8 km/h ist mir zu langsam. Reparieren wir den Drescher und das Ding da vorne dran. Ja, guck mal, 10 km/h. Wow. Ja, gut. Toll, es fehlen genau noch 43 Liter, dann hätten wir noch einen Sack gekriegt. Tja. Oh. Aber ich kann das Holz verkaufen. Ja. Das kann ich schon mal machen, weil er hat ja wieder offen. Das ist auch gut. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen Bohrgewände selbst fahren. Und dann werden wir hier einen Helfer ansetzen. Für die nächste Runde. 8000. Also was man auf jeden Fall machen sollte, das sehe ich jetzt hier auch schon wieder. Die Bäume, die hier rund um das Feld sind, die können auch mal weg. Wir haben 8555 Euro bekommen. Ja. Für die Baumstammladung. Das ist gut. Und bei Hackschnitzel wären wir dann bei... Ja. Wenig. Aber Hackschnitzel, um die Säcke zu verpacken, was um Säcke zu machen, dass wir das Lager unten auch voll kriegen. Ja, so viel brauchen wir nicht. Also das ist... Außer ich säcke eine halbe Stunde mal einen Baum rum. So, und wieso tut er jetzt hier wieder nicht dreschen? Och Mann, manchmal ist das hier komisch. Oder bin ich jetzt hier schon im Roggen? Ah, ich bin schon in den Roggen reingefahren. Deswegen. Entschuldigung. War nicht so geplant. Er trischt aber hier auch. Doch, jetzt macht er die Sojabohnen. Ich will mal gucken, dass ich hier das... So, dann laden wir heute die restlichen noch auf. Wieso? Und jetzt geht es wieder. Wenn wir die aufgeladen haben, restlichen. Jetzt macht er wieder nichts. Oh, so, jetzt setze ich einen Helfer so an. Gut, der Helfer trischt nicht. Hä, was ist denn das für eine... komische Kacke hier. Kürze Kacke. Ja, sonst mache ich jetzt mal eins. Es ist zwar doof. Ich mache jetzt mal einen CP-Kurs. Wenn es funktioniert. Kursgenerierung. Feld 3 rundherum. Wir machen 5 Vorgewände scharf. Und dann lassen wir den jetzt einfach mal fahren. Der fährt dann zwar auch ein bisschen über das Roggenfeld. Aber der Satz hat gepasst wieder. Was ist das für eine Kacke? Flitzekacke. Er trischt einfach den Rand nicht. So, das heißt, hier ist er jetzt eigentlich... Aber wieso... Fährt CP die Frucht kaputt? Oh, ich muss mal die Fruchtzerstörung ausmachen. Das geht gar nicht so. Ah, komische Technik. Also, das geil wäre, hier einen Schlammmod mit drauf nehmen. Dann hast du aber richtig zu kämpfen. So. Wollen wir hier. Hier trischt er jetzt. Gut, dann mache ich jetzt einfach mal den normalen Helfer an. Dann machen wir das wieder weg. So, Abfahrer.
Du schaffst das hoffentlich. Genau, ich war ja vorhin dabei, oder ja, vorhin. Gestern wollte ich noch Milch holen. Dann machen wir das doch mal. Steht das Milchfass mitten im Kuhstall? Weil auch der Käse muss Geld bringen. Ich denke, dass die Käseproduktion schon wieder stillsteht. Ja gut, da wir vorgespult haben, ist das, denke ich mal, klar. Tipp, 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 tipp. Dann laufe ich hier mit 15, nee, mit 10 km/h über den Hof. Einmal. Käseproduktion, da können wir gleich noch ein Fass voll holen. Irgendwas blockiert. Ja, das ist nur der Abfahrer, der wartet, bis er abfahren darf. So, Käseproduktion läuft wieder. Gut, ich bin ja ein fauler Mensch. Das heißt, ich werde gleich das Fass nicht an irgendein Fahrzeug hängen, sondern ich werde einfach. Das sagt man nicht mehr Servus, der Arsch. Tja. Nein, werde das Fass gleich mit. Hallo? Aber dann lassen wir den erstmal dahin fahren. Was Hallo. macht mein Drescher? Achso. Drescher. Drescher macht komische Sachen. Der macht Blödsinn. So, komm. Drisch weiter. Ich sollte mal dringend tanken gehen beim Traktor. So, jetzt drischt er wieder. Wo ist mein Milchfass? Milchfass, hallo? Hallo? Bist du schon hier? Wo bist du denn jetzt hingefahren, gelaufen? Hallo? Milchfass? War da was? Milchfass? Was? Milchfass? Macht der wieder jetzt irgendwie einen riesen Umweg, um zum Kuhstall zu kommen? Wo Ja. bist du? Ah ja, hier unten. Guten Tag. So, gut, gucken wir mal, wie es bei den Tieren überhaupt aussieht. Ja, Ziegenmilch 800 Liter, sehr gut. Kuh haben wir 900, ja. So. Aber das heißt, da könnte ich ja noch mal abtanken. Dann fahre ich einmal tanken. An. Bin fast dein Helfchen über den Haufen gefahren. Oh, wir haben Kalb. Hallo Kälbchen. Haben wir? Das erste, ja, jetzt müssen wir nur warten, bis ein zweites da ist und dann kann man das in die Kälberbox bringen. Oh, ich Oh, ist dachte das schon, du cool. bist mit irgendwas anderes mit dem zweiten Kälbchen da. Ui. Dann müssen wir, ja gut, Was? unsere Zweites Schweine. und drittes. Und das dritte paart sich mit dem zweiten und dann entstehen vier. Das vierte mit dem dritten stehen fünf. Hä? Na, es wird interessant, was unsere Schweine machen, die Fährte. Dadurch, dass wir jetzt ja mal neu starten mussten, kann das sein, dass da jetzt noch mehr stehen und die nicht weiter Ist wachsen. ja So, gut. Schafe Ich sag ziehen mal Milch. so. Die Ferkel, und wenn sie ferkeln, dann ferkeln sie noch heute. Genau. Aber ich will keine Ferkel, sondern ich will spanende Ferkel haben. Die sind leckerer. Schön für den Grill. Schon wieder Hunger. So, passt das alles rein da? Muss da immer tanken. Ja, dringend. So, gut.
Hatte noch 10 Liter im Tank. Oha, das ist nicht viel. So, dann machst du jetzt einmal rüber zu den Ziegen, bitte. Mein lieber Freund hier. Und wir schauen weiter. Brauchst du was am Shop? Aktuell nicht. Was rum auf dem Shop. Ach, das ist unter anderem ist da noch der Fronttank von der Spritze. Ja. Das Problem ist, dass der Johnny, mit dem ich vorhin gespritzt habe, keine Fronthydraulik hat. Ja, meine hat. Ja, wir werden, denke ich mal, den 313er demnächst umbauen als Dünger- und Spritz-LKW-Traktor. Soll ich also das Ding mitbringen? Kannst du mitbringen von mir aus, ja. Ich bin nämlich gerade im Shop. Weil dann kann ich nämlich einfach schon mal dem Johnny wieder seine Breitreifen verpassen. Und dann bekommt nämlich der 313er Pflegebereifung drauf. Dann ist der nachher zum Düngen und für solche Sachen da. Ganz einfach. Könntest du, wenn du dein Dinge da umgebaut hast, kurz mal den Lader machen und mal das Hackschnitzelreste aufladen, was denn noch oben ist. Ich hab wieder gemacht. Ja, mache ich so. Wir sollten echt mal so ein Brennholzding mit draufnehmen. Was ist mein? Den Mod als Brennholz. Aber nicht den mit der Axt, sondern den mit der Hydraulik. Wo das Ding quasi da einspannst. So, was ist da los? Wieso hast du jetzt schon wieder aufgehört? Er tut hier einfach teilweise nicht dreschen. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Lust. So, Helfer, weiter geht's. So, wo. Da ist er. Ja. Bin da vorhin reingeparkt. So, wo? Ding, ding. Ding, ding. Ah ja, das sehe ich schon. Ui. Irgendwo habe ich nochmal gesehen, da muss ich jetzt einmal das Feld hüpfen. Irgendwo habe ich doch noch gesehen. Ah, hier. Ding, ding. Bleib ich auch mal hier stehen. So, da ist nichts mehr. Ah. Die nächste Arbeit für mich. Oh, wieso? Hallo? Wieso hast du das jetzt hier nicht mitgenommen? Liegt ein Häufchen, hier liegt noch mal ein Häufchen. Da liegt noch einer. Und da drüben liegt noch einer. Oh. Jo. Hast du. Das war's. Oder? Ja, das war's. Doch nee, hier liegt noch. Oh. Ja, das kann man ja dann später machen. Ding, ding. Ich muss zu meinen Ziegen. Okay. Ziege, 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 Ziege. Dann mach ich mal weiter. Hallo. Steigen Sie bitte ein. Ziegenmilch. Das sind die Produktion am Laufen halten. Für die Hackschnitzel. Na, ich bin dabei, die Käseproduktion am Laufen zu halten. Haben wir eigentlich genug Geld? Ja, eigentlich schon. Für was? Hackschnitzel. Ich will die Säcke möchte ich gerne machen, weil das ist gerade mein. Wir brauchen nicht so viele. Du brauchst so wenig für den Backofen später, mit denen, die wir jetzt schon haben, kommen wir, glaube ich, ewig mit aus. Okay, bloß Roggen brauchen wir. Ja,
Das kommt eben als nächstes, wenn irgendwie der Drescher mal einigermaßen gut arbeitet da drüben auf dem Feld. Guck mal, ob es irgendwelche Aufträge gibt für Roggen. Handgruppern, Gruppern, Ballenpressen. Nö. Ballenpressen. Wieder auf der 17 schon was? Nee. Der Schade. 24 und auf der 16. Ja, Auf wenn der es wieder was auf. 24 kriegt er 24.000. Tja. Wenn du mal was anderes machen möchtest. Nee. Ballenpressen tue ich doch schon auf der Challenge. Das muss ich doch nicht noch auch hier machen. So. Einmal Ziegenmilch. So, dann läuft die Produktion auch wieder. So, dann packen wir den mal da rein. So, was macht... Ja toll, der Drescher fährt jetzt hier wieder in der Frucht rückwärts. Kollege, du machst mich hier fertig. Weißt du was? Jetzt dreschen wir erstmal hier das Stückchen selbst. Können wir bald schon neue Bäume anpflanzen? Ich habe das Silo nämlich freigelegt. Das Fahrsilo. So. Da trischt er wieder nicht. Gut, oder? Ah, ich verstehe das Ding hier nicht. Aber ich parke das Ding am besten hier hin. Das brauchen wir nächstes Mal wieder. So. Und dann schnappen wir uns den Hängerchen hier und fahren rüber zur Hackschnitzel. Packstation, weil da können wir jetzt richtig schön reinfüllen. Dann lasse ich jetzt mal von hier oben den Helfer laufen. Mal gucken, ob das besser geht. Immer diese komischen Sachen hier. So, Helfer. Er macht was. Das ist schon mal etwas. Also. Hier nochmal. Ach, da kommt Hackschnitzel. Ja, irgendwie füllt er den nicht ab. Ah, es läuft. Fahr ich ihn gleich wieder hoch. Brandstifter, Kaminholz gehackt. Okay. Das weiß, woher der Name Brandstifter wird. Er kommt. Ja, das Ding ist, warte mal, wie waren das? Die, warte mal, Verbrauchsgüter. Ja, der Brennholzsack, den man kaufen kann, heißt Brandstifter. Wir machen euch den Arsch warm. Ja, so ist das. So, jetzt haben wir hier noch einen 22-Liter-Sack. Weißt du was? Den schmeiße ich einfach schon mal in den Ofen unten rein. So, komm, Klappe auf. Ja, haben wir da drin. Klappe auf, Perfekt. Affe tot. So ungefähr. Und das ist ein sehr gutes Stichwort. Wir sind fertig für heute. Mo ja, doch, morgen geht es weiter, wenn nichts dazwischen kommt. Aber ich denke mal, das sollte passen.
Ja, schaut gerne wieder rein. Kommentare, Abos, Likes, Mitspieler, alles gern gesehen. Also meldet euch, macht was, schaut rein. Tschüss.